Ja, Dobropa Żorlowice, herzlich willkommen zur Präsentation, zur Vorstellung der Zertifikatsprüfung TOEFL, der KI. Gestatten Sie kurz, mich vorzustellen. Mein Name ist Brigitte Dressler. Ich bin Dozentin für Russisch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Dort bieten wir einmal jährlich die Möglichkeit an, an der Zertifikatsprüfung Russisch teilzunehmen. Und bereiten auch die Studierenden und Interessenten auf diese Prüfung vor. Ja, und das Ziel der heutigen Präsentation ist, den Test bekannt zu machen, Motivation zu wecken, an dem Test teilzunehmen. Und natürlich möchte ich ihn auch in einzelnen Schritten vorstellen. Für mich ist es schwierig für Sie. Ich sehe Sie nicht. Es ist das erste Mal, dass dass ich den TOEFL online auf der Expo Lingua präsentiere. Viele Jahre machen wir das schon, natürlich immer in Präsenz. Da hatte ich die Gelegenheit, mit Ihnen zu kommunizieren. Heute ist es leider so, dass Sie mit mir nur über den Chat kommunizieren können. Und ich möchte Sie zunächst darauf aufmerksam machen. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie unten das sicherlich allen bekannten Chat-Symbol. Da können Sie rechts, wie auch schon unsere Heinzelmännchen vorgegeben haben, die Informationen oder auch Ihre Fragen eingeben. Ich habe natürlich auch vor, heute einige Aufgaben mit Ihnen zu lösen und Ihre Lösungen kann ich dann nur hier im Chat lesen. Nutzen Sie den Chat, der wird auch mitgeschrieben, auch wenn Sie Fragen haben. Ich werde dann im Laufe der Präsentation immer wieder auf den Chat zurückgreifen und auf Ihre Fragen eingehen. Zunächst hatte ich vorbereitet eine ganz kleine Umfrage. Und zwar interessiert mich natürlich, wer hier unter meinen Teilnehmern ist. Und deshalb wäre das schon die erste Aufgabe für Sie, dass ich wissen möchte, inwieweit sprechen Sie Russisch? Und deshalb folgende Aufgabe. Wenn Sie gar kein Russisch sprechen, geben Sie in den Chat bitte eine 1 ein. Wenn Sie Russischlerner sind, sagen wir in etwa 1 bis 5 Jahre Russisch lernen und sich auf dem Niveau A1 bis B1 befinden, dann geben Sie bitte eine 2 ein. Wenn Sie die russische Sprache gut beherrschen, Niveau B2, C1, dann geben Sie die 3 ein. Sind Sie Muttersprachler, vielleicht auch Kollege oder Kollegin von mir, studieren Sie Slawistik, dann nehmen Sie bitte die 4. Dann schalte ich zunächst auf den Chat zurück und warte auf Ihre Antworten. Was ich toll finde, wir haben sehr viele Russischlerner dabei. Ich sehe auch Kollegen von mir oder zumindest diejenigen, die perfekt Russisch sprechen. Vielleicht sind es ja auch Kollegen aus Russland, die ich zu der heutigen Präsentation auch eingeladen habe, weil die ja auch eine Rolle spielen werden. Ich sehe auch Teilnehmer, die sich zwischen B1 und B2 einschätzen und auch einen Teilnehmer oder zwei Teilnehmer, die Russisch noch gar nicht sprechen. Gut, dann ist es ja für Sie ganz angenehm, dass ich in deutscher Sprache referiere, dass natürlich einige Beispiele aus dem Russischen kommen werden. Das ist selbstverständlich. Gut, dann lassen Sie uns beginnen. Ich freue mich, dass ich dann doch meine Beispiele aus den richtigen Niveaustufen herausgewählt habe. Denn schwierig ist ja immer, so eine Präsentation vorzubereiten, ohne zu wissen, welche Interessenten sich dann hier einfinden. So, ich möchte nur kurz auch den Chat aktivieren, dass ich hier während meiner Präsentation mit Ihnen Ihre Anfragen sehe. Wie gesagt, gut gerüstet für die Zertifikatsprüfung Russisch, der KI. Der Test Russisch als Fremdsprache nimmt einen festen Platz ein neben den internationalen Zertifikatsprüfungen für die anderen Sprachen. Wenn ich ihn vorstelle, sage ich oft, es ist der englische TOEFL-Test, deshalb wahrscheinlich auch die Abkürzung TOEFL, Test of Russian as a Foreign Language. Aber mir ist natürlich Test по русскому языку как иностранному viel lieber. Der
internationale Russisch-Test ist gleichgestellt den anderen internationalen Tests und nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen eingestuft. Wir unterscheiden also verschiedene Niveaustufen und das ist auch eine Besonderheit des Tests, dass für jede separate Niveaustufe separate Prüfungsarbeiten ausgereicht werden. Wir sehen, dass der Test Basavi-Uravin, der Stufe nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen A2 entspricht, Pirvoi Sertifikatsionni Uravin B1, Vtaroi B2, Treti Sertifikatsionni Uravin C1 und die höchste Stufe, Četvrti Sertifikatsionni Uravin, nach dem europäischen Referenzrahmen C2. Und diese Stufe C2 entspricht also einem Niveau der Sprachbeherrschung eines ausgebildeten, promovierten Philologen. Für heute habe ich mir vorgenommen, einige Beispiele der Stufen B1 und B2 mit Ihnen durchzugehen. Und wenn Sie Lust haben, können Sie da auch sehr gern mitmachen. Vielleicht noch kurz zu der Frage, was bringt mir dieser Test? Warum soll ich ein Zertifikat ablegen? Hin und wieder wird mir diese Frage doch gestellt. Der Test ist ein international vergleichbares Instrument zur Bestimmung des Niveaus der Beherrschung der Fremdsprache. Meiner Ansicht nach stellt er ein wichtiges zusätzliches Qualifikationsmerkmal, insbesondere für Nichtphilologen, dar. Ich sehe es auch unter meinen Studierenden, die diesen Test ablegen, um sich für ihre berufliche Karriere bessere Startchancen zu schaffen. Denn wir wissen, dass nach wie vor ca. 4.500 deutsche Firmen auf dem russischen Markt aktiv sind. Wir wissen, es waren einmal über 6.000. Die Zeiten haben sich geändert, die Zeiten sind schwierig, aber dennoch werden Fachkräfte mit Russischkenntnissen benötigt und viele Absolventen bestätigen mir auch, dass das der Fall ist. Für Studierende, die die Absicht haben, auch vielleicht während ihres Studiums ein Auslandssemester an einer russischen Hochschule zu absolvieren oder an einem Doppeldiplom- oder Doppel-Bachelor-Programm teilzunehmen, ist der TOEFL-Test eine Voraussetzung zur Immatrikulation an einer russischen Hochschule. Ja, und letztendlich gibt es auch viele Interessenten, die einfach aus persönlichem Interesse sagen, ich will mal sehen, ich habe nun so lange Russisch gelernt oder ich spreche eigentlich Russisch sehr viel. Auf welchem Niveau befinde ich mich denn? Das heißt, auch diese Interessenten sind unter unseren Prüflingen. Ja, und was steht dann am Ende einer erfolgreich bestandenen Prüfung? Das ist ein einheitliches Zertifikat. Und ich möchte Ihnen hier vorstellen, das Zertifikat, was die Teilnehmer in unserem Testzentrum erwerben. Es ist das international anerkannte Zertifikat. Gut, ich habe ja als Beispiel die Zertifikationsstufe C2 herausgesucht. Sie sehen an dem ausgestellten Zertifikat, dass wir mit der Russischen Universität für Völkerfreundschaft, Rassiski Universität Druzhby Narodov, arbeiten, wobei diese Kooperation läuft über die Partnerhochschule meiner Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, die im Jahre 2000 im Rahmen ihrer Hochschulkooperation einen Vertrag geschlossen hat, dass also einmal jährlich eine Prüfungskommission der akkreditierten Kuban-Universität Krasnodar nach Berlin entsandt wird. Und an unserer HTW Berlin diesen Test für alle Interessenten, nicht nur für unsere Studierenden, das möchte ich betonen, sondern auch für alle anderen Interessenten durchführt. Anmeldung und Vorbereitung gern über mich. Die Kommission der Kuban-Universität Krasnodar unterliegt den Festlegungen oder auch den Regelungen des Hauptprüfungsamtes. Für die Abnahme des internationalen Tests existiert ein sogenanntes Konsortium,
das Galavnoi Zentr des Tiravanja und die Moskauer Universität für Völkerfreundschaft ist dort Mitglied, Konsortiumsmitglied. Und die Kuban-Universität arbeitet wiederum mit dem Konsortiummitglied der Universität für Völkerfreundschaft zusammen. Und so hat sich das aufgebaut. Und so können wir hier in Berlin dieses einheitliche internationale Zertifikat ausreichen. Ich möchte auch noch hinweisen auf die Besonderheit, wer Russisch gut spricht und beherrscht, sieht hier diesen Hinweis, Srok Distvia. Die Gültigkeit der Zertifikate ist nicht befristet. Bis Srochna. Zum Zertifikat wird eine Anlage ausgereicht, aus der ersichtlich ist, wie die prozentuale Leistung je Prüfungsteil erreicht wurde. Das heißt, ein Zertifikat bekommt derjenige ausgereicht, der in allen Prüfungsteilen mindestens 66% der Leistung erfüllt hat. Im Zertifikat selbst ist nicht ausgewiesen, ob er sie nun mit gerade mal 66% oder mit 100% erreicht hat. Diese Auskunft erhält der Prüfling in dieser Anlage zum Zertifikat. Der Test ist ein gesetzlich festgeschriebener Test. Das heißt, es gibt einheitliche Standards, die vom Ministerium für Hochschulbildung Russlands ausgearbeitet wurden für jede Zertifikatsstufe. Und zu diesen Standards gibt es sogenannte Typentests, Typowoje Testy. Hier das Beispiel der zweiten Zertifikationsstufe, Второй Сертификационный уровень. Und entsprechend dieser Testmaterialien, die nun natürlich auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben, also diese Typowoje Testy sind 1998, 99 geschaffen worden, wobei die Festlegungen des Standards natürlich noch erhalten sind. Aber da hat natürlich sich auf dem Markt der Lehrmaterialien sehr viel getan. Es gibt Fachleuten, Expertengruppen an solchen renommierten russischen Universitäten wie die Rassiskie Universität Дружбы Народов, Московский государственный университет имени Ломоносова. Ich spreche das absichtlich auf Russisch, weil das auch unsere Anfänger verstehen. Санкт-Петербургский государственный университет und Институт русского языка имени Пушкина. Die Experten arbeiten regelmäßig und zahlreiche Materialien aus, nach denen wir einerseits vorbereiten können und wer der russischen Sprache mächtig ist, natürlich auch selbstständig danach arbeiten kann. Aber gerade in den Anfängerstufen ist es sehr schwierig, denn all die Materialien, alle Hinweise, alle Beschreibungen sind in russischer Sprache gegeben. Und deshalb haben wir mit meinen Kolleginnen aus Krasnodar kleine methodische Hinweise herausgegeben, wo wir gerade zur Stufe 1 diese Instruktionen zu den verschiedenen Prüfungsaufgaben auch noch in deutscher Sprache gegeben haben. In der Stufe B2 sind sie teilweise in deutscher Sprache gegeben, gerade wenn es um Beschreibungen geht, philologische Begriffe. Sie sind ja keine Sprachwissenschaftler in der Regel. Sie wollen Russisch als Kommunikationsmittel benutzen. Und deshalb ist es fair, solche Beschreibungen eben auch in deutscher Sprache zu geben. In der Stufe C1 ist das dann natürlich kaum noch der Fall. Denn die Stufe C1 setzt ja schon sehr gute Russischkenntnisse, auch philologische Begriffe voraus. Es gibt im Testsystem Russisch einmal den Test der russischen Allgemeinsprache und zusätzlich verschiedene fachsprachlich orientierte Module. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, wie schon unser Name sagt, haben wir Erfahrungen mit dem Modul Economica e-Business. Das ist insbesondere für unsere Wirtschaftsstudierenden interessant. Und es gab auch schon Interessenten der Ingenieurwissenschaften, die dieses Ingenieurmodul abgelegt haben. Heute möchte ich, und ich
denke, dass doch das Publikum heute eher aus, nicht unbedingt aus Studierenden meiner Hochschule besteht, denn die kennen dieses System aus meinen Lehrveranstaltungen, möchte ich mich auf den Test der Allgemeinsprache stützen und vorstellen die verschiedenen Untertests, Subtests, die es dazu gibt. Sie müssen also fünf einzelne Subtests durchlaufen. Das ist ein Test, der Grammatik und Lexik abfragt, Leseverständnis wird abgefragt und die Schreibfertigkeiten werden geprüft. Das sind also drei Tests, die Sie an einem Prüfungstag schriftlich ablegen. An einem zweiten Tag werden die mündlichen Prüfungen abgenommen, nämlich das Hörverständnis und die mündlichen Sprechfertigkeiten. Wer die Folie sehr schnell überschauen kann, sieht, dass in den fachsprachlich orientierten Modulen seit, nun sagen wir, 5 Jahren von dem Untertest Grammatik und Lexik Abstand genommen wurde, weil sowohl in den Schreibfertigkeiten als auch in der mündlichen Prüfung die sprachliche Korrektheit bewertet werden kann. Im Weiteren würde ich nun schon bald zu den ersten Prüfungsaufgaben kommen. Und deshalb möchte ich einfach mal eine Zwischenfrage stellen. Gibt es bisher Fragen zu meinen Ausführungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Nein, okay, ja, es gibt auch ein deutliches Nein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter und widmen uns der Zertifikatsstufe B1. Diese Stufe, Moment, ich will aus meinem Chat wieder einschalten, danke. Ich sehe die erste Frage im Chat. Wie laufen diese Tests unter den Corona-Bedingungen in Präsenzform oder online? Ich bedanke mich für die Frage. Ich wäre vielleicht auch am Ende meiner Präsentation noch darauf gekommen. Ja, wir hatten dieses Jahr, und der Test findet in der Regel an der HTW Berlin im Juni statt. Und natürlich gab es im Juni nicht die Möglichkeit, den Test in Präsenz durchzuführen. Und hier muss ich sagen, haben wir mit unseren Kollegen in Krasnodar und in Moskau wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit geschaffen, den Test in einer Online-Offline-Form durchzuführen. Ich durfte in einem entsprechend großen Raum, wo die Abstandsregeln eingehalten werden konnten, alle Sicherheitsmaßnahmen mussten eingehalten werden, meine Prüflinge einladen. Wir hatten zwei schriftliche Prüfungen, einmal in Berlin und dann auch an einer Partnerschule. Das heißt, mit gebührendem Abstand durften die Teilnehmer zu den schriftlichen Tests erscheinen. Und die Prüfung wurde unter Videokonferenz mit Zuschaltung des Hauptprüfungsamtes Moskau und der Prüfungskommission in Krasnodar abgenommen. Das heißt, die Teilnehmer haben die schriftlichen Tests in Präsenz unter meiner Aufsicht, unter meiner persönlichen Aufsicht durchgeführt und die über Computer-Mitschnitt ist also sichergestellt worden, dass alle Prüfungsbestimmungen eingehalten wurden. Die Prüfungsarbeiten wurden dann, naja, mit den technischen Möglichkeiten natürlich nach Krasnodar versandt, dort korrigiert und die mündlichen Prüfungen wurden also auch, die mündliche Prüfung wird auch als Einzelprüfung abgenommen. Das heißt, jeder Teilnehmer bekam eine Videokonferenz, wiederum in meinem Beisein, aber die Prüfung nahm die Prüferin in Krasnodar ab. Es ist eine neue Erfahrung und wir haben feststellen können, dass die Regeln, also auch die Vorschriften, die die Prüfungsabnahme betreffen, eingehalten wurden. Und wir sind somit auch guter Dinge, dass sich Möglichkeiten eröffnen, auch mal eine zusätzliche Prüfung auf dringende Anfrage im Laufe des Jahres durchführen zu können. Das hätte es ohne Corona, möchte ich behaupten, nicht gegeben. Hier kommt auch eine konkrete Frage schon, Teilnahme am Test, Kosten und Vorbereitungskurs. Ja, auch auf die Frage wäre ich später noch eingegangen, aber vielleicht nur ganz kurz.
Die Vorbereitungskurse laufen im Rahmen der Sprachausbildung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und unterliegen daher der Gebührenordnung der Hochschule. Die Vorbereitungskurse laufen im Verlaufe eines Semesters im Umfang von 4 Unterrichtseinheiten und kosten pro Semester 102 Euro. Das sind also dieselben Gebühren, die ein Gasthörer zahlen würde, wenn er einen beliebigen anderen Sprachkurs bei uns belegen würde. Unsere Kurse laufen also mit 4 Unterrichtseinheiten pro Woche über ein Semester lang, welches 16 Wochen beträgt. 102 Euro für den Vorbereitungskurs, wobei ich noch sagen möchte, das gilt für Gasthörer. Studierende auch anderer Hochschulen sind Nebenhörer und nehmen an den Kursen gebührenfrei teil. Was den Test anbetrifft, kann ich heute nur über die Gebühren sprechen, die in diesem Jahr gelten. Die Partneruniversität in Krasnodar schließt jedes Jahr einen neuen Vertrag über die Prüfung des nächsten Jahres ab. Ich kann nur sagen, dass die Gebühr bei uns über einen langen Zeitraum stabil ist und unterscheidet sich aber auch je Zertifikatsstufe. Die Stufe 1, B1, da beträgt die Gebühr 135 Euro. Und das steigert sich. Und Stufe C1, C2, also die höchsten Gebühren, 155 Euro. Wie gesagt, nochmal kurz ist der Stand von 2020. Ich bin aber guter Dinge, dass das auch im kommenden Jahr so bleiben wird. Ja, wie unterscheidet sich meine Prüfung, die nächste Frage im Chat, zu der des Landessprachinstituts an der Ruhr-Uni Bochum? Ich bin nicht informiert darüber, welche Prüfung die Uni Bochum abnimmt. Das hängt ja auch damit zusammen, welchem Hauptprüfungsamt die Uni Bochum untersteht. Ich kann nur sagen, dass die Prüfungen, die unter den akkreditierten Hauptprüfungsämtern der Lomonossow-Universität, der St. Peterburger Universität und der Universität für Völkerfreundschaft laufen, nach demselben Prinzip laufen. Das heißt, wenn auch Uni Bochum mit einer dieser Partnerhochschulen kooperiert, ist es der identische Test. Das Puschkin-Institut in Moskau hat hier ein anderes Testsystem. Sie unterscheiden da 6 Stufen. Wie gesagt, wenn man darüber möchte ich heute auch nicht informieren. Das ist, da bin ich also nicht firm. Die Vorbereitung natürlich und die Testaufgaben sind ähnlich. Aber ich möchte heute über das staatliche Testsystem sprechen, welches an diesen drei Universitäten angeboten wird. Ich hoffe, ich konnte die Frage hier somit beantworten. Ja, und dass wir an der HTW das anbieten, da sind wir auch wirklich ganz stolz drauf. Wir hatten in diesem Jahr unser 20-jähriges Jubiläum und das ist schon ein gutes Datum. Ja, dann freue ich mich auch über Ihre Fragen und muss natürlich auch immer ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich hoffe, wir schaffen einige Prüfungsaufgaben noch zu lösen und Sie haben auch Lust dazu. Wie gesagt, die Stufe B1, ich hatte ja viele Zuschriften oder Antworten auf die Frage, ich lerne Russisch und bin so zwischen A1, B1. Ja, diejenigen, die nun auf C1 und Muttersprachlerniveau sind, die machen bitte aus Spaß mit. Wir sind also hier bei der Zertifikatsstufe 1, die Sprachkompetenz auf mittlerem Niveau bescheinigt. Und da habe ich ein paar Aufgaben zum ersten Subtest, Lexik-Grammatik, alle wissen und glauben immer, dass das Schwierigste im Russischen eigentlich die Grammatik ist, die Fälle und die Aspekte. Ja, und dann gucken Sie doch mal auf eine der ersten Aufgaben, wo denn wirklich die Frage des Russe des Falls, also Grammatikfragen Fall und Präpositionen abgefragt wird. Wir lösen die Aufgaben Lexik-Grammatik in allen Zertifikatsstufen im Multiple-Choice-Verfahren. Das heißt, zu einem Ausgangssatz werden Ihnen Antworten gegeben und Sie müssen die richtige Antwort auswählen. Gucken Sie sich doch bitte Aufgabe 1 an und sagen Sie, welche Antwort ist richtig? A, B, W oder G? Jetzt habe ich folgendes Problem. Sollten Sie nicht in Kyrillisch schreiben können. Das habe ich
vielleicht nicht berücksichtigt, dass halt nicht jeder so weit ist, schnell das umswitchen kann. Wir machen das mit Zahlen, ja? Geben Sie einfach, ich sehe auch Buchstaben, okay, wer Kyrillisch schreibt, schreibt Kyrillisch. Wer das nicht kann, sagt 1, 2, 3 oder 4. Was ist richtig? Muy padarili. Wir wissen, dass das Verb padarić einen gewissen Fall verlangt. Vielleicht auch eine Präposition und müssen nun überlegen. Ja, ich sehe schon im Chat, wir können abbrechen. Richtig ist die Variante B. Muy padarili, staramu drugu, cisse. Gehen wir über zu Frage 2. Bitte, welche Antwort ist richtig? Ja, paprasila. Welche Frage muss ich stellen? Diana schreibt richtig. Die vierte Antwort oder auch Buchstabe G. Ich sehe die Frage. Kavo, ja, paprasila, ja, genau. Das sind die Dinge, die wir natürlich lernen müssen. Es ist richtig. Ja, paprasila, starava, druga. Super. Wir gehen weiter. Nicht nur die Fälle sind interessant, sondern auch der russische Verbalaspekt. Vid glagola. Was ist richtig? Vzpominal oder vzpomnić? Im Vorbereitungskurs erklären wir natürlich, was sind Verbalaspekte, welches Verb ist vollendet, welches ist unvollendet. Glagol nie savršenava wieder. Und in der Stufe 1, wie Sie sehen, werden Sie in jedem Satz ein Signalwort finden, welches erleichtert, den richtigen Aspekt auszusuchen. Das ist aber auch nur in der Stufe B1. Viktor, wes djien? Und welches Verb muss ich nehmen? Vzpominal oder vzpomnil? Ja, richtig, natürlich. Ich nehme den unvollendeten Aspekt, weil die Handlung den ganzen Tag gedauert hat. Zweite Frage. Und srazu erinnerte er sich adres svojevo druga. Welche Antwort ist richtig? Wir sind bei Satz Nummer 2 und ich sehe nur richtige Antworten. B, B. Hier kommt auch mal ein deutsches B dazwischen von Angelika. Dem kann ich entnehmen, dass Sie keine russische Tastatur haben, aber wir switchen um. Jawohl, Sie haben richtig geantwortet. Vzpomnil, savršenje vid, das Signalwort srazu hilft uns natürlich hier weiter. Deshalb sage ich auch, es ist Stufe 1, wo ja die Sprachbeherrschung erst auf mittlerem Niveau vorliegt. Was ist noch kompliziert im Russischen? Die Verben der Bewegung. Glagole dvizhenia. Shol ili chadil. Was nehmen wir denn im ersten Satz? Ja, Ujuchai-Dil. Jawohl, ich nehme die zweite Antwort. Na? Ich bin jetzt etwas irritiert. Ich sehe im Chat, dass ich nur noch 2 Minuten hätte. Das wundert mich, denn ich hätte gedacht, dass meine Veranstaltung bis 17:15 Uhr geht. Das interessiert mich jetzt. Ach so, darf ich bis 17:15 Uhr? Ja, okay, ich darf. Also wir machen weiter. Verben der Bewegung auch mit verschiedenen Vorsilben. Sie sehen Prischla, Padaschla, Perischla, Attaschla. Gut, okay, wir dürfen weitermachen. Wir nehmen noch ein Verb der Bewegung mit Vorsilbe. Welches Verb passt in unseren ersten Satz? Jawohl, ich sehe, es ist das Verb. Eine richtige Antwort haben wir schon. Antwort B. Ira padashla kstalu. Gut, das sind
Die Verben der Bewegung. Wie gesagt, es werden auch andere Aufgaben abgefragt, aber ich wollte das nehmen, was eben auch in der Grammatik immer als sehr kompliziert dargestellt wird. Aber auch die Lexik ist interessant. Lexik, das heißt die richtige Wortwahl. Wir haben hier zum Beispiel die Auswahl zwischen verschiedenen Verben. Abysnim, absudim, raskajem, pagavarim. Das ist in der Regel schon ein bisschen schwieriger. Welches Verb, und es gilt immer nur eine richtige Antwort, passt in diesen ersten Satz? Überlegen Sie, ich warte auf Ihre Antworten. Ja, bis jetzt alles richtig. Natürlich, das Verb absudim. Lass uns in aller Ruhe dieses Problem erörtern. Davaitis bakoina absudim. Ja, also das sind gewisse Fragen der Lexik und die betreffen einmal Verben, auch Adjektive, Substantive, wo immer nur eine Lösung richtig ist. Lassen Sie uns mal vergleichen die Aufgaben Lexik-Grammatik mit der Zertifikatsstufe 2. Also eine Stufe höher. Frage Nummer 1. Übereinstimmung, Subjekt und Prädikat. Es ist nicht ganz einfach. Ich gebe Ihnen einige Sekunden Bedenkzeit. Ich habe schon zwei richtige Antworten gesehen. Angelika ist der Meinung, dass die Antwort B richtig ist. Und Angelika hat sich davon leiten lassen. Palucil, sie wählt richtig das Verb des vollendeten Aspektes, denn den Ehrentitel hat ja der Rektor erhalten. Aber wir müssen aufmerksam weiterlesen, dass der Rektor der Universität eine Frau ist, nämlich Kusnezowa heißt. Und das ist die Besonderheit im Russischen, dass also zu den Berufsbezeichnungen, die aus unserer Sicht gendermäßig ja nicht ganz korrekt sind, der Rektor auch eine Frau sein kann und deshalb das Verb auch die weibliche Endung erhalten muss, palucila. Ja, das ist also für Stufe 2 eine generelle Frage, auf die wir achten müssen. Nicht alle Berufsbezeichnungen bilden im Russisch eine weibliche Form, wie das im Deutschen Vorschrift ist. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, ja, hier ist es unter 27 angegeben, also diese Aufgabe. Hier geht es auch um die Frage der Rektion der Verben. Wir haben ein Verb, vliat, und meine Frage, brauche ich dazu eine Präposition? Wenn ja, welche? Mit welchem Fall? Ah, Angelika, ich sehe Ihre einen Einwand. Okay. Okay. Vielleicht, Angelika, könnte ich Ihnen sagen, das würde dann wahrscheinlich so heißen, Universität imeni Kusnezowa. Wie zum Beispiel auch Universität imeni Lomonossowa. Damit gerade solch eine Verwechslung nicht passiert. So, wir sind beim Satz 27 und da bin ich noch gespannt auf die Antworten. Ich habe einmal die Antwort 3 soll richtig sein. Okay, Angelika, alles klar. Ja, es ist richtig. Vliajet na sto. Na? Vliajut na sastajanje ekologicheskaj. Ich glaube schon, auf dem ersten Blick sieht man, dass hier die Fragen etwas komplizierter sind. Wichtig auch ab Stufe B2 sehr intensiv die sogenannten Partizipien.
Wer Russisch schon lange lernt, weiß, es gibt im Russischen vier Partizipien. Wir müssen darauf achten, welches Partizip ist gemeint, welcher Fall ist verlangt, zu welchem Beziehungswort passt es. Die Zeit erlaubt es uns nicht, auch diese Aufgaben jetzt noch zu lösen. Ich möchte unbedingt noch darauf hinweisen, das ist besonders wichtig, denn wenn der Test auch heißt, ein Test der russischen Allgemeinsprache, so werden doch ab Stufe B2 auch Elemente der Fachsprachen oder der unterschiedlichen Stilistik abgefragt. Wir haben im Lexikgrammatikteil ab Stufe B2 solche Textteile drinnen, die einmal dem Geschäftsstil, offiziell Nadjelavoi-Stil entsprechen, die auch dem Wissenschaftsstil entspringen, Nautschny-Stil, oder auch dem Gazetner Publizistischeski-Stil. Denn diese verschiedenen Stilzweige haben Besonderheiten auch in der Lexik und in der Grammatik, die wir dann ab Stufe 2 erlernen müssen. Was die Lexikgrammatik betrifft, haben wir hier eine Zeit von 60 Minuten bzw. 90 in der Stufe 2. Das ist wirklich ein automatisches Abarbeiten. Es sind ja für die Stufe 1 100 Aufgaben vorgesehen, Stufe 2 150. Also da hat man ganz schön zu tun, um das in der Zeit auch zu schaffen. Im Prinzip ist auch der Zeitfaktor immer das Komplizierteste. In der Stufe 1 sind im Subtest Lesen drei Texte zu lesen und innerhalb von 50 Minuten die Multiple-Choice-Fragen dazu zu beantworten. Das ist ein ganz schönes Lesetempo, muss ich dazu sagen. Wobei in der Stufe 1 die Antwort direkt dem Absatz zu entnehmen ist. Vielleicht schaffen wir es noch, den Absatz mal kurz zu überfliegen und zu sagen, welche Antwort ist richtig? Ich bin begeistert, es treffen nur richtige Antworten ein. Jawohl, natürlich. Tretjakov podaril Moskve kartinную галерею. Und Sie sehen schon, was den Inhalt dieser Texte betrifft. Wir haben hier viel mit russischer Wirklichkeit zu tun. Diese Texte sind in der Regel gewidmet einem russischen Museum, einem russischen Schriftsteller, einer Ausstellung, einem Theater. Das heißt, wir erfahren hier sehr viel über russische Kunst und Kultur, haben in Stufe 1 die Antwort in der Regel direkt im Text zu stehen. Man muss sie nur auffinden. In Stufe 2 wäre das zum Beispiel nicht der Fall. Ich habe hier auch einen kleinen Textausschnitt. Wir schaffen das nicht zu lesen, aber ich habe Ihnen hier die erste Frage auch in grün gegeben. Auf diese Frage könnten Sie zum Beispiel nur antworten, wenn man den Text insgesamt gelesen hat. Weil aus einem Absatz, so wie das in Stufe 1 in der Regel immer schön sortiert ist, ist das nicht möglich. Ich möchte, weil wir es einfach nicht schaffen werden, Ihnen noch den zeitlichen Aufwand vorstellen für unsere Zertifikatsprüfung. Sie sehen, dass die schriftlichen Prüfungen an einem Tag abgelegt werden und je nach Stufe einen ganz schönen Zeitumfang haben. Stufe 1, die wir betrachtet haben, 40 Minuten für Lexikgrammatik, eine Stunde Schreiben, Lesen 50 Minuten. In der Stufe 2, wir sehen für die Lexikgrammatik, das ist auch sehr, sehr materialintensiv, da sind lange Beispiele zu lesen, 90 Minuten Lexikgrammatik, Schreiben
55 Minuten. Sie müssen innerhalb von 55 Minuten drei verschiedene Schriftstücke verfassen. Und im Lesen 60 Minuten auch für drei recht umfangreiche Texte. Der zeitliche Aufwand für die mündlichen Prüfungen, die an einem zweiten Tag ablaufen, auch den habe ich hier nochmal gegenübergestellt. Wir haben also den Hörteil, wo auch je nach Zertifikatsstufe mehrere Texte zu hören sind und Aufgaben im Multiple Choice zu lösen sind. Was die mündliche Prüfung anbetrifft, schade, dass wir es heute nicht schaffen. Auch hier wieder Aufgaben in den Grundstufen und in Stufe 1 teilweise mit Vorbereitung, teilweise spontane Vorbereitung. Stufe 2 und 3 möchte ich wieder erinnern, auch hier Geschäftsstil, Wissenschaftsstil, Publizistik, die verschiedensten Situationen, in die der Prüfling hier gestellt wird, wo er in einem Rollenspiel, in dieser Situation reagieren muss. Ich muss meine Präsentation einfach abbrechen, aber ich freue mich, dass wir wenigstens auch den Überblick geschafft haben über die Subtests und würde dann zum Schluss einfach nochmal darauf eingehen, dass also der Test bestanden ist, wie ich bereits sagte, wenn 66% der Leistung in allen Prüfungsteilen erreicht sind, wird in einem Prüfungsteil diese Prozentzahl unterschritten. Das heißt, Sie würden in einem Teil nur 60% erreichen. Kann diese eine Leistung unter der Voraussetzung des besseren Abschneidens in den anderen Tests kompensiert werden? Zum Angebot unseres Testzentrums, der nächste Test an der HTW Berlin planmäßig im Juni. Wenn uns die digitalen Möglichkeiten es erlauben und die Kollegen auch Zeit finden und die Möglichkeit in Moskau und Krasnodar, könnte es sein, dass wir vielleicht auch im Februar, März zu einer solchen Prüfung noch einmal einladen werden. Das Angebot ist offen für alle Interessenten, für Studierende, für Arbeitende, für Studienbewerber, für alle Liebhaber der russischen Sprache. Hier noch ein kleiner Eindruck von unserer Prüfungssituation in Berlin und vielleicht noch was ganz Besonderes, dass wir also auch die Zertifikatsverleihung in einem feierlichen Rahmen vornehmen dürfen. Da sind wir in Berlin natürlich privilegiert, die Botschaft der Russischen Föderation in der Friedrichstraße in der Nähe zu haben. Sie sehen hier unsere glücklichen Zertifikatsinhaber des Jahres 2019. Und in diesem Jahr, wie es sein sollte, natürlich sind wir alle maskiert, aber dennoch durften wir die Zertifikate, Herr Botschafter Nitschajew hat sich persönlich Zeit genommen und den Teilnehmern die Zertifikate ausgereicht. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen diese kurze Präsentation viele Informationen gegeben hat, auch Motivation am Test teilzunehmen. Und vor allem haben Sie keine Angst. Man kann sich gut darauf vorbereiten und die Aufgaben sind lösbar. Was eben interessant ist, dass Sie sich vorher einstufen können, welche Stufe ist für mich realistisch. Ja? Es gibt also für jeden Test, für jede Zertifikatsstufe separate Prüfungsaufgaben. Ist natürlich auch ein großer Aufwand. Und wenn man gut eingestuft ist, gut eingeschätzt, muss die Sache einfach gut gehen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf meine Zeit nicht überziehen. Ich möchte es auch nicht. Und nein, vielleicht noch die Frage. Im Schreiben gibt es kein Multiple Choice. Der Subtest Schreiben wird generell in Schriftform verfasst. Sie schreiben mit der Hand die verschiedenen Texte. Kein Multiple Choice. Wenn ich den Chat durcharbeite oder nein, anders, Sie finden auf der Expolingua-Seite meine E-Mail-Adresse. Ich bin gern bereit, Ihre Fragen noch zu beantworten. Ich darf Sie nicht anschreiben. Das heißt, mir werden Ihre E-Mail-Adresse nicht weitergegeben. Wenn jetzt hier noch Fragen auftauchen, stellen Sie sie mir einfach nochmal per E-Mail. Ich hatte schon beantwortet,
Der Schreibenteil nur handschriftlich, kein Multiple Choice. Und der nächste Vorbereitungskurs würde an der HTW beginnen mit dem Sommersemester ab 1. April. Bitte gehen Sie auf meine Webseite. Dort finden Sie auch, oder hier auch auf der Expolingua finden Sie auch den Hinweis auf die Webseite der HTW. Dort sind die Kurse ausgeschrieben, Informationen, und schreiben Sie mir einfach, wenn Sie irgendwas zum Test interessiert, auch aus anderen Städten. Wir haben schon Teilnehmer aus anderen Städten gehabt, sogar aus anderen Ländern. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch beim Expolingua-Team, bei Herrn Schattenmann und Frau Irle, die mich also hier sehr gut auch betreut haben. Auch die technische Seite, denke ich, war ganz gut abgedeckt. Der Chat wird mir erhalten bleiben. Ich habe gesehen, dass Svetlana hier noch geschrieben hat. Das gucke ich mir natürlich alles noch gern an. Und ich freue mich über Ihre Dankesworte und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Also mir hat Spaß gemacht und nächstes Jahr, ob Präsenz oder online, ich bin wieder dabei und ich hoffe, Sie auch. Oder Sie sind beim Test dabei. Auf Wiedersehen, das Vidania, das Nova Vistrici.